Bevor du das nächste Mal auszuckst, da denkst du an mich, gell? Das ist eh eine gute Geschichte. Da denkst du einfach an mich, weil atme wie eine Königin, gell? Bei mir sind die Augen heute Morgen so klein, weil mein Kater beschließt, alle 20 Minuten anzukündigen, lauthals, dass er vom Garten hereingekommen ist. Und zwar die ganze Nacht, verstehst? Die ganze Nacht. Du bist hier bei Weil Weib sein Fetzt. Ich bin Carola Schmidhammer, kennst dich aus. Und atme wie eine Königin. Bevor du das nächste Mal auszuckst, atmest du wie eine Königin. Warum? Weil Atmung unseren Gefühlsstatus beeinflusst. Gell? Ja, andersrum kennst du es. Also dir ist es bestimmt schon mal aufgefallen, dass wenn du traurig bist, dass deine Atmung recht flach ist. Oder wenn du geweint hast oder gerade am Weinen bist, dann hast du auch so eine fast hechelartige Atmung. Gell? Und jetzt ist der Knaller der, pass auf, das geht eben andersrum auch. Ja, jawohl. Deine Atmung beeinflusst deinen Gefühlszustand. Und das gilt dafür, wenn du Angst hast und Sorgen hast und Kummer hast oder wenn du kurz davor bist, zum Beispiel einen wunderschönen grau getigerten Kater mal kurz um die Ecke zu bringen. Und du weißt ja, wie es ist. Du bist ja auch zu süß für den Knast. Also, in Zukunft atme wie eine Königin. Und wie das geht, da machst du zum Beispiel diese Alternate Nostril Breathing heißt es schön auf Englisch, also diese Wechselatmung von den Yogis, wo man eben, du weißt es schon, hier Daumen da und hier und dann atmest du links ein, ich mach's dir vor, pass auf, und verschließt links und machst rechts wieder auf und atmest aus, durch die Nase natürlich, dann atmest du rechts wieder ein, verschließt, atmest links aus durch die Nase. Und Baby, das machst du eine Minute oder 2 Minuten und jetzt kommt der Klopfer, das balanciert deine Gehirnhälften aus. Das heißt, die überaktive wird ein bisschen runterreguliert und die zu schwache in dem Moment wird ein bisschen hochgepusht. Das heißt, es lindert Angstzustände, es hebt die Konzentration, es macht müde Mädchen munter, gell? Also das bringt dich einfach wieder mehr in deinen königinnenhaften Status. Jawohl. In diesem Sinne, ich verlinke dir natürlich noch hierhin das Video, wie es wirklich geht, gell? Also in aller Ruhe sozusagen. Und in Zukunft, da denkst du an mich. Wie gesagt, das ist eher ein super Plan. Ich wünsche dir was. Bis nächste Woche. Du, da geht es übrigens um endokrine Disruptoren. Und falls du glaubst, ich habe gerade ein kurzes Tourette-Syndrom, nein, das gibt es wirklich. Und es ist sau spannend und es ist mega wichtig zu wissen. Für uns Frauen, falls du Kinder hast, falls du einen Süßen oder eine Süße daheim hast, das ist für alle Menschen tatsächlich wichtig, egal ob es um Hautallergien geht oder um Unverträglichkeiten oder um irgendwas zum Beispiel mit der Schilddrüse oder um Bluthochdruck, da schaust du dann einfach rein. Endokrine Disruptoren, Baby, you're gonna love it to know it, I tell you. Bestanden.